Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die, The Last Survivor. Und ihr seht, wir sind noch im Schnee, also da, wo wir auch in der letzten Folge aufgehört haben. Sind ja an der Tanke wieder angekommen, an der anderen. Nadelwald und so. Wir werden uns mal in Richtung Heimat aufmachen, da wir komplett voll sind. Haben einen schönen Motor gefunden, den bauen wir dann auch gleich im Minibike ein. Und dann geht es für uns. Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Weil hier verseucht und so, ne? Kennt da jemanden, der kann davon ein Lied singen? Also ein Nest haben wir gefunden bislang. Das ist echt läppisch. Das ist echt läppisch. Also da müssen wir nochmal nochmal losziehen. Mal gucken, wann wir das machen. Wir sind auch Biohazard. Das heißt ein bisschen Antibiotics, sobald wir zurück sind. Der hat uns ordentlich eine mitgegeben. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Aber wir haben wirklich Schwein gehabt in der letzten Folge, dass wir da nicht Stunt waren. Also wenn ich da Stunt gewesen wäre, dann gute Nacht. Nichts, keine Nester, kein gar nichts. Also da wirst du doch. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. So, jetzt sind wir wieder hier im Nadelwald angekommen. Das ist doch echt zum Kotzen. Müll finden wir ohne Ende, ohne Inhalt. Und einen Bären finden wir auch. So, wir müssen auch in die Richtung hier weg. Hallo, nette Dame. Hier ein Dach, der Herr. Da ist auch noch ein Zeltlager. Wo kommen denn die jetzt alle her? Ja, die interessieren mich jetzt auch gerade überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also momentan nicht zumindest. Aber wirklich keine Nester, das kann doch nicht sein. Nehmen wir noch schnell zwei, drei Ressourcensteine auseinander. Da wir ja die Ressourcen, die es da gibt, eigentlich alle haben, verlieren wir da nichts. Ups. Was mit der Nestersuche war, wie wir es jetzt nicht so prickeln. Ich meine, wir haben ein paar Federn in der Kiste liegen. Ja, ich habe auch ein paar Federn noch gefunden, so ein paar wenige. Aber ist nicht so die Welt. Also eigentlich war es nur ein Nest. Ja, wir haben 56 Federn. Ah, guck an, da ist eins. Gut, dann korrigieren wir das Ganze nach oben auf 74. Wir gehen aber mal in Richtung Heimat. Och, da sind nochmal drei. Jawohl.
Gut, wir nehmen jeden Müllhaufen, welche wären dann. Ja, den können wir noch. So, da ist keins mehr, ne? Da unten steht ein Zombie rum. So, da kommen wir jetzt an diese Siedlung ran. Aber auf der hinteren Seite waren wir noch nicht. Vielleicht haben wir Glück und finden da noch ein paar Nester. So ein paar einzelne. Da zum Beispiel. Ein Ei. Ist doch auch was Schönes. So ein Ei. Gibt lecker Essen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Nester ich übersehen habe. Also Nester-Suchradar funktioniert heute nicht ganz so gut. Ja, schrei du nur. Interessiert mich jetzt eigentlich gerade überhaupt nicht. Du mich auch. Das ist unglaublich. So, wir werden auf jeden Fall jetzt dann den Weg Richtung Forge antreten, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, und werden dann, da sind noch Nester, und werden dann ein paar Dinge gleich rauslassen aus der Forge, die wir so brauchen. Wir werden auch Iron Bars noch ansetzen, dass wir das dann noch hinbekommen vor der nächsten Horde, dass die doppelt sind. Das wäre ganz wichtig. Dann haben wir da nämlich genug Platz. So. Dann räumen wir uns erstmal aus. Erstmal ausräumen, das da rein, das rein. 100 Federn haben wir jetzt exakt. Naja, also. Wir haben 92 Iron Arrowheads. Also da können wir schon 300 anstellen. Ja, machen wir lieber ein paar mehr. Machen wir mal 350. Und dann ist gut. So, das rein, das rein, das rein. Öl haben wir gefunden. Das lassen wir wieder da. Pistole räumen wir auch wieder auf. Den da rein. Das hier rein, das hier rein, das da. Okay, dann haben wir nochmal die beiden hier. Das Shotgun Long Barrel packen wir auch mal da rein, da kümmern wir uns dann noch drum. Um mal zu gucken, ob wir das verbessern können. So, die Batterie muss noch weg. Das nehmen wir gleich mit. Okay, den ganzen anderen Spaß, das machen wir später. Das holen wir dann noch. Das machen wir dann in einem Aufwasch mit dem Minibike. So, jetzt geht das mal nach unten schnell. Wir haben aber diesen anderen Händler immer noch nicht gefunden. Also das heißt, ich werde mit dem Minibike nochmal in die Richtung fahren dann auf jeden Fall. In Richtung Schnee. Das ist Fakt, um den anderen Händler noch zu finden und zu gucken wegen Caliber. Oh, und ich muss Antibiotics nehmen, sobald ich oben bin. Ganz wichtig.
So, können wir die jetzt schnell einschmelzen? Ja, können wir. Gut. Das lassen wir noch da. Das lassen wir da. Und auch das hier. Dann brauchen wir Arrowheads. Machen wir mal 300. Dann brauchen wir Iron Bars. 75 gehen nur. Ja, die brauchen wir aber. Also müssen wir rauslassen auf jeden Fall. Aber wir haben ja schon wieder Eisen am Start. So ist es ja nicht. So. Dann wäre das schon mal erledigt. Wobei, das können wir jetzt eigentlich auflassen. Machen wir jetzt halt alles zu. Ist Quatsch. Wir müssen ja eh wieder runter. In Kürze. Das nehmen wir so mit. Dann nehmen wir Holz noch mit. Die Leitern. Mit den Iron Bars könnten wir eigentlich dann schon mal anfangen. Wir packen mal sicherheitshalber die Steine um den Clay ein. Das, 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 das und das. Und die hier auf jeden Fall. Genauso wie die und das hier. So. Kommt, die drei nehmen wir auch mal mit. Sicher ist sicher. Altes Gras brauchen wir auch noch. Wenn wir nochmal Cobblestone Frames herstellen müssen. Gut. Antibiotics. Ach komm, nehmen wir einen Honig. Dann raus zum Minibike. Dann werden wir jetzt den Test machen, dass wir da wirklich mit reinkommen. Erstmal bauen wir den Motor um. So. Oh Gott! Ja. So war das jetzt nicht geplant. Ja? Also wer jetzt gerade einen Lachflash bekommen hat, herzlichen Glückwunsch. So war das definitiv nicht geplant. Aber gut, ich baue es jetzt gar nicht auf. Das machen wir dann, wenn die Wand steht. Weil da kommt hinten eine Wand hin. Und wir werden gleich mal Cobblestones craften. Ja, machen wir mal 1000 noch. Achso, ja. Machen wir 999. Mal gucken, ob sie das mal noch fixen, die Funpimps. Dass wir da dann wirklich... ja. Das Ganze mal ein bisschen anders hat. Dass man einfach auch vierstellige Zahlen da eingeben kann. Liebe Funpimps. Das wäre mein Wunsch. Weil es geht ja. Man muss sie nur noch eingeben können. Dann kriegen wir es fertig. Ja, sehr schön. Wunderbar. Bekommen wir hin. So. Also, jetzt haben wir hier den Übergang, Durchgang, wie auch immer. Da werden wir dann mit dem Geländer arbeiten. So, jetzt geben wir mal das hier. Muss ich selber erstmal gucken, wie wir das am besten machen. Am besten noch eins breiter, ne? Am besten noch eins breiter. Aber sonst ist es ja richtig kacke.
bis hierhin eins breiter. Ach. Das könnten wir dann natürlich so machen. Oder nee, wir machen es hier anders. Wir machen das bis hierhin. Da machen wir die Mauer hoch. Und dann nehmen wir... Ne, wir nehmen die schmalen. Ich glaube, die schmalen schaut besser aus, wenn wir nehmen. Oder? Da können wir mit dem Minibike hier reinfahren. Und da setzen wir einfach die schmalen hoch. Genau, so machen wir das. So machen wir das. So, dann machen wir nämlich hier erstmal die Ecke hoch. Ja. So, das gibt dann eigentlich einen ganz schönen Kontrast sozusagen. Dann brauchen wir wieder Cobblestone Frames. Da machen wir nochmal 50 Stück. Und dann sehen wir weiter. Jetzt werten wir erstmal das hier auf, bis die Cobblestone soweit durch sind. Die Frage ist natürlich, ach, schon wieder zu früh, ob wir das dann nicht doch irgendwie miteinander verbinden. Also diese Plattform, ich... das eine Stück hier bei der Treppe links und rechts davon, also hier zumindest. Ob wir da... Doch, da schaffen wir eine Verbindung, weil sonst schaut es kacke aus. Von unten setze ich zwei Ramps hin und werde die dann auch noch mit Cobblestone auf. Und so ist dann, denke ich, auch ganz gut, so können wir das machen. Hier. So, und dann machen wir von außen noch... Setzen wir dann nämlich auch noch eine Treppe hoch. Ne, da setzen wir keine Treppe, sondern eine Leiter mit einer Vault Hedge am besten oben drauf. Weil anders... Anders funktioniert es ja nicht. Anders wird es nicht funktionieren. Und hier, wenn ich was hinsetze, schaut es auch kacke aus. Also deswegen machen wir das nicht. So, dann können wir den einen auch noch draufsetzen. Dann ist das alles verbaut. So. Und dann geht es auch noch darum, da muss ich mir noch Gedanken machen, wie wir die Decke hier, dass wir das so hinkriegen. Wir können hier schon mal eine Reihe außenrum Woodframes setzen, problemlos. Das ist ja nicht das Problem, gar nicht. Schaut ein bisschen kacke aus so mit dem Fenster, oder? Ja, das machen wir so nicht. Wir machen es doch eins höher. Weil sonst ist es Mist. Sonst schaut es kacke aus. Da hängt das Fenster direkt an der Decke oben dran. Und das möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Und ja. Deshalb lassen wir das mal. So, wir müssen gucken, dass wir
Also ich will das jetzt so schnell wie möglich hier zubekommen. Ich will die Rampe soweit fertig haben und einen Zugang von außen, dass wir auch die Iron Bars dann gesetzt haben noch, eben bevor die nächste Horde kommt. Also im Endeffekt will ich, bis auf jetzt das Umräumen, Kisten und so weiter, will ich fertig sein mit dem ganzen Spaß hier bis zur nächsten Horde. Also bis Tag 35 will ich hier alles fertig haben. Da gibt's, oder das ist mein Ziel, dass wir dann danach wirklich den Umzug machen und dann werden wir mal ganz gemütlich looten gehen. So, jetzt fehlen mir wieder die Woodframes. Das heißt, da setzen wir auch nochmal 100 an. Die Cobblestones sind immer noch nicht ganz voll, das heißt, mir fehlt ein bisschen was. Ergo werden wir hier an der Stelle ein klitzekleines Folgenpoising machen. In der Zwischenzeit überlege ich mir, wie ich das hier in der Mitte mache. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.